Ihr Wilden. Okay, hier. Okay. Das war vielleicht ein bisschen zu wild. Ich hab mehr, habe ich wirklich nicht, ihr Lieben. Ich wusste nicht, dass ihr so ultra wild werdet. Uiuiui. Ich hab nicht mehr. Hey. Oh. Liebe Zeit. Ich hab wirklich nicht mehr. Ich wusste nicht. Aber liebe Zeit. So was habe ich aber auch noch nie erlebt. Hört ihr nicht? Nicht? Und nochmal. Nicht klicker? So schöne Augen. Die sind ganz, ganz hübsches Ding. Ich weiß zwar nicht, was du bist, aber sieht cool aus. So ein bisschen wie eine Anna. Bisschen wie so eine Rock Queen. Hm? Bist du eine Rock Queen? Und klug bist du auch. Na, aber die Kirsche, die ist nicht so dein Fall. Nicht dein Fall? Na gut, tschüss! Erdmännchen! 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 So eine Kirsch? Du hast Geschmack. Im Gegensatz zum Auerhahn, der wollte die Kirsche nicht. Die Enten haben auch keinen Bock auf Kirsche. Ich muss sagen, du schon hast Geschmack. So wie die Wasserratten. Mögen Kirschen auch gern. Mm. Schmeckt das gut? Schmeckt es sehr gut oder schmeckt es nur halb gut? Ich finde, sowas schmeckt immer sehr gut, so eine Kirsche. Und Kern bitte nicht mitessen. Hm? Muffig bist du. Muffig. Trufig. Hallo, ihr kleinen Verschlafenen. Jo, bei dir hitzen. Thank you.
für ein großes Stück. Das passt ja gar nicht in den Schnabel rein, so ein riesengroßes Waffelstück. Da muss man sich jetzt ganz schön beeilen, damit keine anderen Vögelchen kommen. Das große Waffelstück vielleicht noch zum Teilen gedacht ist. Nein, das geht nicht. Da wird jedes Stück schnell eingeheimst. Ja, auch wenn man kaum noch schlucken kann. Das große, dicke Waffelstück, das so groß ist wie man selbst. Und so bin ich noch einverleibt. Uiuiuiui, jetzt wird man hier noch aus dem Konzept gebracht. Schnell zurück zum Waffelstück. Das lasse ich mir nicht begnügen. Leider ist es zu schwer, dass ich damit wegfliegen kann. Jetzt muss ich hier bleiben. Und das verzweifelt in mich hineinstopfen. Bitte, kleines Hähnchen. Mal sehen, wie viele Stunden du noch brauchst, das einzuverleiben, Vögelchen. Schmeckt aber gut, gell? Leider ein bisschen zu viel Zucker drin in der Waffel, habe ich den Eindruck. Na ja, dann bist du halt ein bisschen high und fliegst. Kleines Vögelchen. Na gut, jetzt. Selbst gebacken. Und schon wieder bist du aus dem Konzept gebracht. Bist du denn? Ach, da bist du ja schon wieder, Vögelchen. Schnell wieder heraufgestürzt. Damit ja nicht deine Nachbarn noch was mitbekommen. Jetzt sitzt du schon auf dem Boden, ne? Vor lauter Essen kannst du nicht mehr stehen. Da muss man sich schon auf dem Popo setzen. Lalalala. Jetzt kannst du gar nicht mehr. Aber nein, doch. Muss irgendwie in Sicherheit gebracht werden. Vögelchen, da bist du. Da bist du. Bist du was? Dachelschweine. Gibt es viele verschiedene Schweinchen, ne? Wasserschweinchen. Wasserschweinchen, wieso mögt ihr keine Kirschen? Ah! Na? Magst du's? Wasserschweinchen, da liegt noch eine. Mach doch mal dein Äuglein auf. Wasserschweinchen. Oje. Hat aber nicht viel Kuder. Wasserschweinchen. Das rechts von dir die Kirsche ist, witter sie doch mal. Ach Mann. Schweinchen. Ja, gleich. Ja, gleich. Jetzt hast du's. Ja, jetzt ess sie auch. Ess sie. Ja. Oh, Wasserschweinchen. Endlich. Schmeckt's gut? Ach, du bist ja total putzig, Wasserschweinchen. Eieiei, das schmeckt gut, hä? Mach mal gut. Oh la la. Schmeckt wirklich gut, gell? Kirschis. Lecker. Und dein Kumpel? Wenn ich die Kirsche hinwerfe, braucht es dann wahrscheinlich auch wieder ewig, bis er die findet.
Aber du hast es gerochen, das habe ich gemerkt. Aber ihr seid halt einfach sehr, sehr langsam mit allem. Sieht mir ja schon, wie lange ihr braucht, eure Kirsche zu essen. Uiuiui. Uiuiui, mir gut. Mir gut, Kleines. Ja. Hey, noch eine. Willst du noch eine? Hier. Da. Komm ruhig, komm her. Nee, den Kern kannst du nicht essen. Den Kern. Komm her. Das Schweinchen. Bist du hin? Ach, was ein Schweinchen. Den Kern nicht essen und hier liegt noch eine Kirsche. Schildkröte. Das war nicht sonderlich klug. Die Kirsche ist ins Wasser gefallen. Die Schildkröte hat nicht mal reagiert. Schildkröte, tut mir leid. Ich glaube, Storchi ist von hier aus gebüxt. Das hier ist seine Familie. Zusammen mit den großen Hasen. Die Geräusche, die sie machen, gefallen mir gut. Thank you.